Wir kommen heute zur nächsten Wochenzusammenfassung von den verschiedenen Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste in der Runde ist der dritte neue Clicker heute, oder das ist ein dritte neue Spiel in der Clicker-Reihe. Das Ganze nennt sich Pickkräfter und ja, ich soll jetzt erstmal klicken, um mit meiner kleinen Axt letztlich hier Gegenstände zu sammeln. So, super. Schau dir deine gesammelten Blöcke hier an. Also ein Minecraft-Klicker. Zumindest sieht es erstmal so aus. Und jetzt soll ich noch 10-mal Erde sammeln. Und mal gucken. Okay, also hier kann ich auf jeden Fall meinen Autoklicker aktivieren. Okay. Da kann ich jetzt Ausrüstung kaufen, wofür auch immer das sinnvoll ist. Hast du das jetzt einfach ohne mich gemacht? Weil ich habe das jetzt nicht ausgewählt. Also das ist jetzt meine Ausrüstung. Craft useful blocks with access blocks in the furnace. Okay, das heißt sozusagen Minecraft in der Minimalform. Und baue einen Snowmon. Papa Klotz kann schneller zurückkehren, wenn sie seine Pfeiltaktkiste öffnen. Okay. Fun Fact. Papa Klaus liebt es zu lesen. Sein Lieblingsbuch ist Verflucht. Also es scheint auch irgendein Event zu sein. Next Chest. Ah, okay. Das heißt, ich muss 1000 Blöcke abbauen, um die nächste Kiste zu bekommen. So, das hier ist wahrscheinlich Premium-Währung. Jawohl. Also das heißt, diese Unix benötige ich dann. Mal gucken, für welche Sachen ich die überhaupt benötige. Lehmspitzhacke. Was, die kann man kaufen? Aber das gegen, nicht gegen Echtgeld, sondern an der Stelle dann gegen diese Items. Klickst du im Moment für mich? 87 Picks. Okay, das heißt, da wird irgendwie automatisch geklickt, ohne dass ich was machen muss. Also Erde hatte ich jetzt einen dann anscheinend ausgegeben. Achso, und die Holzspitzhacke ist dann irgendwie das eine holzgeschliffene Spitzhacke gewöhnlich. Es brennt, zerstör Blöcke in einem Schlag. Gut, das sind nur die Statistiken und dann ist das nächste freigeschaltet worden. Ganz ohne, dass ich, muss ich gar nichts tun. Okay, ein Wissenschaftsbaum noch. Okay, damit habe ich jetzt gleich die erste freigeschaltet. Ein Leerlauftrichter. Ein Fertigungspunkt noch vorhanden. Was machst du denn eigentlich? Was klickst du denn da ohne mich irgendwie rum? Leerlauftrichter, weil ihr sammelt Blöcke, während du nicht im Spiel bist, die dir beim Zurückkommen angezeigt werden. 10% aktuell. Trichtereffizienz. Okay, was willst du mir hier sagen? Okay, das heißt, die nächste Kiste bekomme ich jetzt schon bei 30. Das heißt, du hast mir das gerade runtergesetzt. Aber anscheinend wechseln die Blöcke auch munter vor sich hin. Das heißt, mal bekomme ich Erde, Holz, Lehm. Okay, das ist alles eher so random dann. So, Ausrüstung habe ich jetzt eine. Achso, und das sind, durch die Ausrüstung bekomme ich Picks per Second. Und deswegen ist das so von alleine losgegafft. Craft useful blocks with furnace. Take 5 Dirt to start. Dass du mir immer gleich irgendwie diese komischen Dinger davor gibst. Okay, das heißt, damit wird jetzt dieses Cobblestone hergestellt. Speziell. Okay, das heißt, die kann ich aus diesen Sachen herstellen, davon habe ich aber nicht genug. Das heißt, hier kann ich dann auswählen, was ich letztlich herstellen will. Wahrscheinlich ist das so ein Kürbisding. Und das kann ich einfach, okay, ich kann das Ding wieder zurückändern von Erde zu zusammengebacken und wieder zurück. Zeitlich bedingt sind jetzt nicht mehr aktiv. Das heißt, wenn ich 750 mal Erde abgebaut habe, dann kann ich mir die Wüste freischalten. Stopp, du musst erst die vorher liegenden Biome freischalten. Stopp. Na schön. Ist ja okay. So, eine kostenlose Truhe bekomme ich in 3 Stunden. Eine große Wintertruhe kostet Geld, 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 Geld. Und das hier sind keine Truhen. Erhalte Truhen, indem du mehr Blöcke abbaust.
Nächste Truhe in 7 Abbaudingern. Okay, das ist die ganze Ausrüstung, die ich kaufen kann. Also das kann ich gegen diese ganzen Erdklumpen, Holzklumpen und sowas kaufen. Und damit steigt dann die Picks per Second. Und dann steigt die Prozent Picks per Second. Und zurücksetzen alle Abklingzeiten. Und sofortiges Erscheinen eines Mobs. Lass sofort einen Mob erscheinen. Das ist aber gegen Premium-Währung. Mal gucken, wie viel von der Premium-Währung ich im Spiel finden kann. Kürbisspitzhacke. Die haben noch irgendwie besondere Fähigkeiten dann. Explosionsgefahr. Naja, mal schauen, was das dann bedeutet. Okay. So, mein Rucksack sowieso. Das ist alles das, was ich in der Wiese einsammeln kann. Ah, okay, das heißt, es hat dann nur diese 4 Biom-Elemente. Okay, und anhand der Picks ergibt sich dann auch das ganze Fertigkeitszeug. Bohrer gewöhnlich. Ich glaube, durch Blöcke, in denen du kurzzeitig dauerhaften Schaden verteilst. Ah ja, das sind dann die zumindest Items, die ich aktivieren kann. Aber die Items muss ich erstmal finden. Das sind keine normalen Fähigkeiten. Artefaktposition hinzufügen. Artefaktslot hinzufügen. Möchtest du wirklich einen weiteren Artefaktslot für? Nee, möchte ich nicht. Aber gut zu wissen, dass das geht. Und die Frage ist halt dann mit was? Also das sind kritische Treffer. Truhe. Blocksucher. Erhöht die Blockarten in kostenlosen Truhen. Okay. So, das war jetzt der Leerlauftrichter. Erhöht die Effizienz des Trichters. Dies ermöglicht dir, mehr Ressourcen einzusammeln, wenn du nicht im Spiel bist. Der hat eh nur eine Stufe gehabt. Okay, aber es gibt keine Option. Ah, da sind die Optionen. Also. Gerät synchronisiert, Spiele Audio. Okay. Disable Pack Thing. Das ist ein bisschen langweilig, wenn die sich nicht bewegt. Ansonsten keine Blockzerstörungsanimation. Das ist ja auch langweilig. Geht es noch schlechter? Okay, grafische Schatten. Das sind grafische Schatten. Sieht eigentlich so viel angenehmer aus. Tja, leider kann ich die... Okay, Deutsch hast du schon ausgewählt, ist okay. AMP-Codes. Ne, ich habe keinen AMP-Code. Aber gut, dann lasse ich das erstmal aus, weil mehr als das Klopfgeräusch wird es wahrscheinlich eh nicht geben. Und dann kann ich wenigstens auch meinen Klicker einsetzen. Ah, okay, ich habe jetzt meine erste Truhe bekommen. Holzkiste, entsperrt in 15 Sekunden. Eine gute, alte, robuste Truhe, da könnten Schätze drin sein. Ja, jetzt lass mich doch mal gucken. Also 12 bis 30. Okay, jetzt hat er sie schon gestartet. Die nächste Kiste gibt es in 1000. Naja, schauen wir mal dazu. Also 12 bis 30, gut Prozent. 6 bis 18 selten. Okay, gucken wir mal. Also, was gibt's? Jetzt wäre wahrscheinlich eine Audio gekommen, aber okay. Okay, 4x Kürbis, 4x Erde, 7x Holz und einen neuen Bohrer. Okay, das heißt aber die Bohrer... okay, jetzt machen wir doch nochmal die Audio an. So, der neue Bohrer macht irgendwelche... Gabe durch Blöcke, indem du kurzzeitig dauerhaft Schaden verteilst. Das heißt, ich kann aber nur 2 davon ausrüsten. Abkühlen 900 Sekunden. Aber wie lange habe ich die dann? Achso, ich kann die jetzt da ausrüsten. Aber was genau macht er jetzt? Okay. Das war, glaube ich, der erste Mob. Okay, aber er verbraucht sich zumindest nicht. Das ist ja wichtig zu wissen. Und dann kann ich immer auswählen, was ich davon tatsächlich drin haben möchte.
Okay. Also was ist hier jetzt passiert? Okay, ein neuer Fertigkeitspunkt. Freischaltung. Ah, okay, ich muss die Fertigkeitspunkte freischalten. Das war das Erste, was er hier vorher geklickt hat. Und dann kann ich ihn überall investieren. Gibt die Chance, beim Tippen oder Schwingen kritische Treffer hinzuzufügen. Mehr Schaden zu geben und mehr Picks generiert. So, das ist die einzige Art von Blocktypen in Ton. Und das hier ist seine Blöcke, während ich offline bin. Und die sind jetzt auch schon. Offline erlaubt es, die Blöcke aus anderen Blöcken zu gewinnen. Über die Effizienz des Trichters, dies ermöglicht dir mehr Ressourcen einzusammeln, wenn ich offline über die PPS von Begleitern. Okay, Begleiter gibt es auch noch. Was waren das denn jetzt für Viecher? Okay, aktivieren wir erstmal das da, damit ich hier überhaupt mal die anderen bekomme. Erhöht den Spitzhackenschaden. Gut, ich habe jetzt natürlich noch keine und ich brauche jetzt 768 Picks, um da weiterzukommen. So, was ist jetzt hier passiert? Karotte an der Angel. Das heißt, da kann ich ein weiteres Item freischalten und die Leggings kann ich auch freischalten. Gut, dann holen wir das doch mal. Und das Ding holen wir auch schon mal. Das heißt, dann laufen die Autoklicks auf jeden Fall schon mal. Spezial, Schießpulver. Und Papa Klaus Abzeichen. Achso, das ist dieses Schneemann-Ding. Das heißt, wenn ich 10 davon zusammen habe, kann ich hier die erste Stufe bauen. Der Typ hat ein... Ja, das war das Explodier-Dings, aber eigentlich ist es ja ganz praktisch, wenn der explodiert, dann kann ich mehr Zeug einsammeln und kann schon das nächste Ding hier wieder kaufen. Also hilft mir das eigentlich überall weiter, dann... Okay, jetzt habe ich 5,5 PPS pro Sekunde. Und... Mal gucken, was ich hier jetzt noch freischalten kann. Kann im Markt freigeschaltet werden. Okay. Der Markt ist... zum Einkaufen gewesen. Wo war das? Kaufe Ausrüstung. Das heißt, die muss ich hier erst freischalten. Achso, das sind die Spitzhacken an der Stelle. Das heißt, dafür brauche ich 100 von diesen Steinen. Geschenk entsperren. Ah. Wie lange braucht er jetzt? Eine Stunde. Eine kleine Schachtel mit Geschenken von Papa Claus. Na, wie nett. Okay, das dauert dann schon deutlich länger. Okay, hier brauche ich jetzt, habe ich jetzt schon wieder 1000 zusammen gehabt, deswegen habe ich die bekommen. Na gut. So, dann lassen wir den jetzt mal weiterlaufen. Okay, was ist da jetzt passiert? Eine... Achso, das ist wahrscheinlich, dass die Gefahr läuft, zerstört Blöcke in einem Schlag. Aber was heißt das, wenn die jetzt so komisch Feuer fängt? Habe ich dann zu viele damit klein gehauen? Okay, jetzt geht sie kaputt. Achso, nee, das ist ja so eine Art Aufladung. Das heißt, während dieses Feuerding da aktiv ist, kann ich halt unglaublich viele Blöcke sammeln. Okay. So, Feuer ist aus. Abklingzeit 10 Minuten. Ah ja, das hättest du mir noch vorher sagen können. Also das heißt, dieses Ding ist sozusagen die Sonderfähigkeit, die dann aktiviert wird. Also was haben wir denn hier jetzt Neues freigeschaltet? Brauchen die gleichen Sachen? Nee, das heißt einmal Holz, Erde, Stein. Ach nee, Lehm ist das. Okay, aus Erde kann Lehm gebrannt werden, aus Lehm kann wieder Erde gewonnen werden. Okay. So, was ist hier? Ach so. Oh, das heißt, nee, die Freischaltung kann ich mehrere Sachen freischalten. So, jetzt ist natürlich die Frage. Hier kann ich auf jeden Fall keine weiteren investieren. Das heißt, das kann ich hier erst freischalten. So, damit kann ich bis zu 5 Punkte reinnehmen. So, die Begleiter brauche ich noch nicht, aber den Ofen werde ich mal noch freischalten. Oh je, nicht genug Erde dafür.
Na, ich muss ja deswegen keine Truhe kaufen. Ich muss einfach nur ein paar Sachen abbauen. Das heißt, ich brauche hier 750 Einheiten, um das Ding freizuschalten. Also, auf geht's. Da kommt ein Discover-Wheel. Kann ich da irgendwas machen, um das anzuhalten, oder geht das alles von alleine? Okay. Ha, klar. Noch ein Drop für Premium-Währung. Okay. Es war aber auf jeden Fall noch keine Premium-Währung darüber zu beziehen. So, was haben wir denn hier jetzt noch an schönen Sachen drin? Plus 4 PPS, plus 3 PPS. Wie viel habe ich denn von den Dingern im Moment? Okay, da kann ich die nächsten Sachen freischalten. So, das benötigt noch weiter Fertigkeitspunkte. Erhöht den Spitzhackenschaden. 4 PPS, 3 PPS. Da lohnt sich das mehr. Und noch 45, bis das wieder freigeschaltet ist. So, jetzt gucken wir doch nochmal zu diesem Ofending hin. Wieder eine neue Münze. Sehr schön. Also die Ausrüstung kriege ich nach und nach freigeschaltet. Muss ich noch entsprechend kaufen. Das Zeug für das Wiesenbiom und Winter-Event. Und dann 404 Freischaltungen. Okay. Und genau, und das hier ist jetzt das, wo ich mit dem Ding arbeiten kann. So. Also, um das herzustellen, brauche ich zwei von denen. Um das herzustellen, brauche ich insgesamt drei Blöcke. Da brauche ich Erde. Und um den herzustellen, brauche ich von allen anderen Sachen was. Und das dauert hier 6 Sekunden. So, um das herzustellen, brauche ich alle 4. Gut. Die Frage ist nur, warum sollte ich das Zeug herstellen? Die nächste Münze. Ist das jetzt einfach nur, weil ich lang genug nichts mache, dass die auftauchen? Oder tauchen die einfach zufällig auf? Okay, aber die Sachen jetzt im Moment herzustellen, ich habe ja eh noch nicht wirklich viel von verschiedenen Dingen und ich brauche sowohl Erde noch, um das nächste Biom freizuschalten und die anderen Sachen, also da muss ich noch einiges Zeug einsammeln. Also schauen wir mal, dass wir weiter Klimbim sammeln. So, aber das hier ist jetzt im Moment der Schaden, aber wie viel Schaden ich jetzt pro Teil brauche, ist noch nicht so ganz klar. So, mal gucken, wann jetzt hier die nächste Kiste auftaucht. Weil wahrscheinlich habe ich sogar schon die nächste Kiste. Nee. Okay, das ist Anzahl Blöcke, nicht Anzahl Klicks. Deswegen zählt es natürlich nochmal anders. So, und dann mal gucken, was neu freigeschaltet ist. Natürlich die PPS pro Sekunde. Und hier habe ich eine weitere Freischaltung. So, hier kann ich dann natürlich den Schaden verbessern. Das heißt, das machen wir erstmal. Ah, okay, damit kann ich die Fertigkeitspunkte zurücksetzen, was ich aber nicht machen möchte. Und dann geht's weiter. So, was ich immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, was ist jetzt... Achso, das ist wahrscheinlich so eine Art gespeicherte Picks und jedes Mal, wenn ich den Fertigkeitenpunkt ausgebe, werden die aufgebraucht oder zumindest zurückgesetzt. So, was habe ich hier jetzt noch an neuen Sachen? Okay, plus 4 PPS pro Sekunde. Das heißt, es wird dann diese automatische Generierung weiter gesteigert. So, damit ist der nächste Fertigkeitenpunkt verfügbar. Und ich kann hier jetzt die Spitzhacke noch weiter verbessern. Damit ist die jetzt auf Maximallevel. Mehr geht da nicht. Und hier kann ich dann kritische Treffer noch verbessern. Tja, dann mal weiter. Papa Claus Superabzeichen. 1000 von diesen Münzen. Auf jeden Fall, solange ich klicke, scheinen die Monster nicht aufzutauchen. Wäre mal spannend, ob die auftauchen oder öfter auftauchen, wenn ich nicht klicke. Okay, das kriege ich erst dann, wenn ich die Ebene wechsle. Das heißt außerdem Lehm.
Ah, jetzt ist die wieder verfügbar. Gut, dann schauen wir doch mal, dass wir die Fähigkeit bald wieder aufladen. Okay, also das war die Aufladung. Das heißt, wenn ich bald davor bin, das Ganze aufzuladen, das heißt, dann... Ja, dann machen wir doch jetzt mal den Abschluss mit dem Bohrer. So, jetzt geht es ganz, ganz flott. So, das heißt, jetzt habe ich eine neue Kiste bekommen, wo ich gleich mal nachschauen kann. Okay, natürlich Freischaltung, klar. Kritische Trefferchance erhöhen. Und dann... Hier kann ich jetzt die erste neue Axt kaufen. Eine Lehmspitzhacke. Juhu! Ein Upgrade. So, noch 70 Kürbisdinger, dann gibt es da die nächste. Die macht jetzt wahrscheinlich mehr Schaden. Und hier kann ich jetzt noch was kaufen, oder nicht? Wahrscheinlich nicht mehr, weil ich gerade die ganze Kohle auf den Kopf gehauen habe. Ja genau, sonst hätte ich mir noch das 5 PPS kaufen können. Aber was ist jetzt mit der kostenlosen Kiste? Gold. Entsperren. Eine andere Truhe wird gerade freigeschaltet. Na, sehr schön. Das heißt, ich kann immer nur eine Truhe freischalten. Das heißt, es nützt mir überhaupt nichts, dass ich die nächsten Truhen dann freischalten kann, weil ich nur eine pro Stunde hier freigeschaltet bekomme. Okay. Bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt genug zusammenbekommen, um die Wüste freizuschalten. Weil sonst gibt es, glaube ich, nicht so viel. Okay, anscheinend, wenn ich nicht viel klicke, kommen die eher, als wenn ich viel klicken würde. Okay, anscheinend hängen die nicht direkt mit Klicken oder Nicht-Klicken zusammen, sondern sie werden durch was anderes ausgelöst. Ha, Glück. Glückbringende Socken. Achso, ich muss erstmal die Freischaltung machen. Erhöht dein Glück auf was? Schauen wir mal, was ich damit bekommen kann. Papier habe ich jetzt auf jeden Fall genug zusammen. Also damit kriege ich 10 PPS, 20 PPS dazu, noch mehr. Das heißt, das ist das, wenn man das natürlich nur passiv laufen lässt, dann verpasst man die Monster natürlich, oder wahrscheinlich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was passiert, wenn ich sie nicht anklicken würde. Aber so kann man auf jeden Fall doch einige Münzen sammeln und man braucht ja auch noch etliche Münzen davon. Okay, wenn ich nicht anklicke, passiert gar nichts. Das heißt, ich muss sie erwischen, damit sie mehrfach auftauchen und ich Münzen ernten kann. Also hier noch ein paar Statistiken. Erfolge, die schon freigeschaltet sind. Okay, die werden nur über Steam angezeigt. Aber immerhin habe ich schon 10 von 92 freigeschaltet. Rangliste. Okay, ist auch über Steam. Tägliches Geschenk. Okay, das habe ich ja schon bekommen dann. Das ist ja diese Kiste, die gerade ausgemacht wird. Und in 5 Stunden bekomme ich dann letztlich das nächste. Ne. Bekräfter Version 372. Und Winter. Ah, zeitlich begrenzter Sonderereignis. Is that of time of the year? Papa Kovitz is in town. So, das sind die drei Sachen, die freigeschaltet werden können. Celebrate with snow mods and new pickaxes. Oh no, gingerbread mons have invaded Runaria. Defeat them to earn badges and more. Also das sind die gingerbread mons, die ich da immer bekomme. Oder halt nicht bekomme, sondern die da immer wieder auftauchen. Naja, noch 2 Münzen, dann habe ich das erste Ding freigeschaltet. So, ich kann was Neues einkaufen. 100 Cobblestone, 125 Cobblestone, 200. Spare ich doch lieber auf den Lehmeimer. Okay, dann aktivieren wir nochmal mehr Glück.
Rahmen durch Blöcke, in denen du kurzzeitig dauerhaften Schaden verteilst. Also. So, noch 5 von den Lehmblöcken und dann kann ich die 35 PPS Bonus und noch 4 von den Blöcken und dann kann ich das auch aktivieren. Dann kriege ich beide ja, Boni für die Wiese. Lehm komplett und Kürbis komplett. Damit geht es jetzt hier ziemlich zügig, was die Pickaxe angeht. Mal gucken, was ich jetzt hier... Okay, 36.000 brauche ich jetzt als nächstes. Und ich habe hier noch Werte übrig. Das heißt, das Wundenzeug ist noch verfügbar. Brauche ich das im Moment noch irgendwo anders? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Nehmen wir die doch auch schon mal dazu. Und dann... Ja, dann kann ich bald die nächste Landschaft freischalten. Okay, next skill point. So, was haben wir denn da Neues? Mobköder. Okay, dann sind die Mobs öfter am Auftauchen. Cool. Aber inzwischen schon 100.000 Pickpunkte. Das ist dann schon ziemlich viel. Aber natürlich, es sollte noch etliche Fertigungspunkte in zu investieren sein. Und klar, dass die dann nach und nach weiter ansteigen. So, also nächster Fertigkeitenpunkt. So, dann werde ich jetzt mal eine Sache in die Truhen investieren, damit ich... So, also jetzt erstmal noch in die Truhe investiert, damit ich hier zumindest einen einzigartigen Blocktyp in den Truhen bekomme. Dann hier kann ich noch das nächste Teil kaufen. Und hier kann ich jetzt das nächste Biom freischalten. So, kann ich jetzt natürlich hin und her wechseln zwischen den beiden, je nachdem, was ich brauche. Aber jetzt erstmal gucken, muss ich jetzt noch irgendwas freischalten, was ich in der Wiese bekomme? Beziehungsweise, welche Rohstoffe bekomme ich denn eigentlich in der Wiese? Also, Sand ist es mit Sicherheit nicht. Achso, und jetzt... Also eigentlich, wenn ich das Biom wechsle, müsste ich doch jetzt weniger PPS bekommen, weil dann dürften sich doch die Spezialboni nicht auswirken. Die eigentlich nur für das Wiesenbiom relevant sind. Ach so, ich bekomme... Okay, ich bekomme von jedem Biom zwar einzigartige Sachen, aber die wirken sich dann generell aus. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich sie jetzt trage oder nicht. Also beziehungsweise, ob ich sie schon habe oder nicht. Okay, dann mal gucken, was ich jetzt hier in der Wüste bekomme. Also zeitlich bedingt scheint immer falsch angezeigt zu werden. Sondern das sind eher immer die Sachen, die dann ja, auftauchen, die ich zuletzt hier drin hatte. Also klar, Sand. Okay, das kann ich auch aus Erde und Kürbis herstellen. Dann Sand kann ich das Grünzeug herstellen. Aus Grünzeug und Sand kann ich ja, festen Sand irgendwie herstellen und aus viel Sand kann ich ein bisschen Glas herstellen. Und so weit, so gut. Okay, man muss ja noch schauen, ob der rechts oder links auftaucht. Oh, ich kann Glas sogar ernten. Habe ich jetzt echt das erste Glas bekommen? Ja, schon 14 Sand und einmal Glas. Okay. Also, ich will jetzt aber noch mal wissen, ob ich noch was aus dem anderen benötige. So, kann ich die Lederboots natürlich schon mal anziehen. Okay, Holz bräuchte ich noch. Cobblestone und so weiter bräuchte ich auch noch. Das heißt, eigentlich will ich erstmal die hier noch freischalten, um das abzuschließen. Die anderen sind nicht speziell. Sondern das sind jetzt hier die Boni-Sachen natürlich. Also gut, dann gehe ich erstmal noch auf die Wiese zurück und sammle erstmal noch genug für das andere Zeug ein. Bis ich das alles gekauft habe. Achso, ich will ja mal noch nachgucken. Ich habe jetzt noch eine weitere Kiste bekommen. Okay, eine Silberkiste. Okay, da ich im Endeffekt immer nur eine Kiste entsperren kann, wäre die Frage dann, was passiert, wenn ich die, ja, nicht nur die nächste, sondern die übernächste sogar schon voll habe. So, ja, in Münzen hatte ich ja auch genug. Das heißt, da geht es ja jetzt darum, dann hier das erste Ding zu bauen. Wähle eine Basis.
Okay. Wähle einen Körper. Wähle einen Kopf. Legendär. Was auch immer das bedeutet. Snonmonstück 1. Stocking Stuffers 8. Und 8 Zweige. Okay, das habe ich jetzt alles gewonnen. Und die nächste, okay, das brauche ich wieder dann mit 10, brauche ich den nächsten Schneemann. Finde ich auf jeden Fall schon mal ganz nett mit den Sachen. Mal gucken, was ich jetzt mit dem Zeug überhaupt anstellen kann. Weil wo ist das Zeug denn jetzt gelandet, was ich da bekommen habe? Ist ja schön, dass ich das Zeug jetzt bekommen habe, aber wie und wo das Zeug rumschwirrt, ist vollkommen unklar. Aber Moment, ich hatte doch im Shop, gab es doch da eine Anzeige. Okay, das heißt, hätte ich die jetzt auswählen müssen? Ach komm, jetzt sag, also ich habe weder die Geschenke noch die Zweige und Teile von dem hier. Das heißt, ich habe nichts davon bekommen. Hätte ich das noch irgendwie anklicken müssen, auswählen müssen, irgendwas anderes machen müssen oder was? Achso, wie viel brauche ich denn jetzt hier noch von... Okay, ich brauche noch 100 Kürbisteile dann, um die Kürbisspitzhacke zu kaufen. Okay, also als nächstes die Wooden Shovel. Und jetzt kann ich natürlich schon anfangen, da ich im Moment zumindest nicht sehe, dass ich noch besondere Erde brauche, kann ich tatsächlich die Erde mal in das Steinzeug umwandeln lassen. Wir können theoretisch so sogar das Kürbiszeug freischalten. Also, lass uns doch mal was produzieren. Also, das Steinzeug kann ich jetzt gebrauchen. Okay, das wird einzeln produziert. Aber es hat jetzt keine weitere Bewandtnis damit, nehme ich an. Und 200.000, darauf verdoppelt sich das etwa jedes Mal. Das war mehr als verdoppelt. Okay, Produktion abgeschlossen. Okay, nächster Punkt. Plus 5% Blockanzahl in Truhen. 3% Chance auf Fallenlassen von Begleitern. Okay. Das heißt, damit Begleiter überhaupt fallen gelassen werden. Weil ich keine Ahnung habe, wie man die sonst noch bekommt. Dann machen wir hier mal noch einen Punkt rein. 25 von den Dingern. So, damit ich nämlich dann die andere Spitzhacke kaufen kann. So, jetzt probieren wir das mit dem Ding nochmal aus und gucken mal, was da jetzt tatsächlich bei rumkommt. So, jetzt kann ich natürlich nur normale Items und keine Kiste draufsetzen. Ah, das heißt, solange das Ding nicht voll ist, so, aber was davon bekomme ich jetzt? Es wird mir zumindest nichts angezeigt. Oder zumindest wurde es mir vorhin nichts angezeigt. Also im Shop müsste eigentlich stehen, dass ich davon... Okay, diesmal habe ich es bekommen und beim ersten Mal habe ich es nicht bekommen. Ist ja blöd. Da habe ich diese ganze Geschenkkiste aktiviert und er hat es nicht abgegeben. Na gut. Ah, okay, jetzt ist es auch begrenzt. Und ich kann ihm nicht mehr generell was Neues geben. Das heißt, weil dieser Balken wahrscheinlich nicht gefüllt wurde, deswegen habe ich jetzt auch einen Cooldown drin. Oder was auch immer der Grund war. Okay, aber in der Hinsicht sammeln sich dann natürlich auch tatsächlich deutlich mehr Münzen an. Damit man auch dieses andere Upgrade kaufen kann. Weil 1000 Münzen, das wäre ja sonst schon ziemlich lange, wenn man die immer gleich wieder in 10er-Paketen ausgeben könnte. Immer noch 6. Die gibt es halt nicht besonders häufig. Aber egal, ich kann dann auf jeden Fall hier schon mal anfangen,
Weil ich brauche auf jeden Fall noch 250 von den Lehmklumpen. Die kann ich auf jeden Fall schon mal herstellen. Weil Erde habe ich mit Sicherheit genug. So, der ist erledigt. Dann fehlt bloß noch 225. Und 6-mal Kürbis. So, ein Kürbis noch. Gut. Damit habe ich jetzt auch die Kürbisspitzhacke. Mal gucken, was die für eine Fähigkeit bekommt. Okay, Abklingzeit noch 54 Sekunden, aber was hatte die jetzt für eine Fähigkeit? Gruselige Flamme zerstört Blöcke in einem Schlag. Scaled und strongest pickers of the same level. So, Stärke 2, Crit 1. Stärke 1, Crit 1. Das ist natürlich die Frage, ob die dann einfach nur mit dem mitskaliert oder ob die dann auch mit den anderen mitsteigt. Aber mal schauen. Damit sich die ja hoffentlich lohnen, damit man diese teuren Dinger anschafft. Also ich brauche jetzt noch 100 Lehm. Okay, das Ding ist jetzt aktiviert. Wenn ich das nächste Mal loslege, dann sollte das ziemlich schnell gehen, dass ich die restlichen Einkäufe erledigen kann. Weil ich brauche jetzt bloß noch 100 von diesen Blöcken. Das heißt, ich mache da mal 25 noch. Produzieren. Also 25 in den Ofen. Und die anderen abgebaut. Das wird jetzt ziemlich flott gehen. So, los geht's. Okay, sie hatten auf jeden Fall eine andere Melodie. Ah, okay, das war... Also die letzten werden jetzt eh gleich hergestellt werden. Dann gab es hier jetzt den nächsten Fähigkeitenpunkt. Und zumindest eine 2%ige Mob-Spawn-Häufigkeit. Damit überhaupt Mobs auftauchen. Mal gucken, wie das dann passiert. Und das ist letztlich das letzte Item aus der Wiese. So, das nächste ist dann das Wüstenbiom. Und natürlich die Sachen vom Winter-Event. Schneegolem, Zuckerstange, Santas Mütze. Ja, das sind die ganzen Sachen, die ich hier im Shop bekomme. Also das sind die aus dem, hier, Zuckerstange, Feriensbaum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also mindestens 7 Items, die von hier kommen. Und dann gibt es anscheinend noch 4 andere, die wahrscheinlich aus den Kisten oder irgendwo anders kommen. Mal sehen. Schneeflocke, Christbaumschmuck, Rentier und gefüllter Strumpf. Das sind, glaube ich, die, die jetzt nicht in der Liste drin standen. Ah doch, gefüllter Strumpf, Kranz, doch, das sind die hier. Ferienbaum, Zuckerstange. Na dann mal schauen. Also, als nächstes geht es im Wüstenbiom weiter. Wo es jetzt letztlich mit den nächsten Items losgeht. Aber für heute erstmal Schluss mit der Pickaxe. Mal sehen, wie weit ich dann beim nächsten Mal gekommen bin. Ich nehme an, dass sich das jetzt hier recht gut wiederholen wird, dass einfach hier die neuen Sachen freigeschaltet werden. Genau, die ganzen Shovels habe ich jetzt gekauft. Das heißt, die gibt es jetzt alle noch in der Kaktus-Version und die Ausrüstung gibt es in der Sand-Version. Und das sind alles Event-Items und das sind dann die Spezialsachen für Sand, Kaktus und dann natürlich 60-mal Glas. Okay, also... Schauen wir mal, wie das mit Pickkräfter weitergeht und wie lange das dann insgesamt motiviert. Das wird auf jeden Fall erstmal in die Liste kommen.